die Elbe. Als zweitlängster Fluss Deutschlands gehört sie zu den bedeutendsten Strömen Europas. Die Gesamtlänge des Flusses beträgt 1092 Kilometer. Davon sind ca. 941 Kilometer schiffbar. Der Strom entspringt im Riesengebirge in Tschechien, fließt durch das böhmische Mittelgebirge, das Elbsandsteingebirge und erreicht oberhalb von Riesa das norddeutsche Tiefland. Zu den bekannten Zuflüssen ihres Einzugsgebiets gehören die Moldau, die Havel, die Saale sowie die Müritz. Flusskilometer 586. Die Elbe bei Geesthacht. Hier hat sie bereits 950 Flusskilometer und rund 1300 Meter Höhenunterschied zurückgelegt. Und bis zur Mündung in die Nordsee bei Cuxhaven sind es nur noch 142 Kilometer. Hier, an der einzigen Staustufe der Elbe auf deutschem Gebiet, wird der Fluss zur Regulierung des Wasserstandes und zur Gewährleistung der Schifffahrt zwischen Unter- und Mittelelbe seit 1960 auf 4 Meter über Normalnull angestaut. Dadurch wird dem Einfluss von Ebbe und Flut auf die Mittelelbe eine künstliche Grenze gesetzt. Eine Grenze, die bisher von Wanderfischen wie dem Lachs oder dem in Deutschland ausgestorbenen Stör nicht oder nur sehr schwer überwunden werden konnte und somit auch der Wiederansiedlung des Störs in der Elbe entgegenstand. Bisher können hauptsächlich schwimmstarke Fischarten die in den 90er Jahren errichtete Fischtreppe am Südufer des Wehrs nutzen, um ihre Laichgebiete elbaufwärts zu erreichen. Für schwimmschwächere Elbfische und größere Fische ist diese Anlage allerdings nicht geeignet. Um allen Fischen den Weg in ihre Nahrungs-, Aufwuchs- und Laichgebiete zu ermöglichen, bekam der Bau einer neuen Aufstiegsanlage an der Elbe bei Geesthacht eine ganz besondere Bedeutung. Durch Europas größte Fischaufstiegsanlage, die Vattenfall am Nordufer des Wehrs errichtet hat, wird es nunmehr für alle Elbfische möglich, den durch das Wehr erzeugten künstlichen Höhenunterschied zu überwinden. Mit dieser Anlage soll gewährleistet werden, dass sich der Fischbestand in der Elbe langfristig positiv entwickelt. Damit haben alle Elbfische sogar noch bessere Bedingungen für den Fortbestand ihrer Art. Besonders für eine Wiederansiedlung des Störs in der Elbe ist die neue Fischtreppe wichtig. Der atlantische Stör lebt zurzeit nur noch in Frankreich. Von dort erhält die Gesellschaft zur Rettung des Störs die Jungfische, die in der Elbe wieder heimisch werden sollen. So konnten im Spätsommer 2008 im Rahmen des Projektes zur Arterhaltung und Wiederansiedlung dieses Großfisches die ersten Jungstöre bei Lenzen in die Elbe eingesetzt werden. Das Projekt ist Bestandteil eines langfristigen Konzeptes der Bundesregierung zur Wiederansiedlung des atlantischen Störs. Diese Fischart war durch intensive Fischerei, zunehmende Flussregulierungen und Gewässerverschmutzung in Deutschland ausgestorben. Auch das Bundesamt für Naturschutz sieht in den Bemühungen zur Rückkehr der Störe in den Nordseeraum einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Schutz und Erhalt der überregionalen biologischen Vielfalt. Zur Gewährleistung der Durchgängigkeit zwischen Mittel- und Tide-Elbe ist die Fischaufstiegsanlage mit einer Länge von 550 Metern die größte ihrer Art in Europa.
Durch 45 Einzelbecken können Fischarten wie Lachs, Meerforelle, Nordseeschnäpel, Glasaale sowie Neunaugen das Wanderhindernis bei Geesthacht überwinden. Jedes Becken ist 9 Meter lang, 16 Meter breit und über 1,75 Meter tief. Die Größe der Anlage wird von der größten Fischart bestimmt, während sich die Fließgeschwindigkeiten des Wassers nach dem Leistungsvermögen der schwimmschwächsten Arten richten. Maßgebende Art, für die die Anlage konzipiert wurde, ist der erwachsene Atlantische Stör. Mit seiner durchschnittlichen Größe von rund 3 Metern wurde dieser Urfisch zum Maß für die Auslegung und den Bau der Fischaufstiegsanlage in Geesthacht. Durch diese Anlage unterstützt Vattenfall aktiv und nachhaltig das Wiederansiedlungsprogramm für diese Fischart in der Elbe. Neben dem Stör ist die Anlage aber auch für alle anderen Fischarten der Elbe geeignet. Der Wasserspiegelunterschied zwischen zwei Becken beträgt jeweils 10 cm. Folge: geringe Turbulenzen und niedrige Strömungsgeschwindigkeiten. Die Bauweise mit Stahlspundwänden und Fertigteilen aus Stahlbeton erscheint auf den ersten Blick wenig naturnah. Die Optik ist jedoch für die zukünftigen schwimmenden Nutzer der Anlage, die Fische, erfreulicherweise ohne Bedeutung. Sie legen viel mehr großen Wert auf die richtigen Strömungsgeschwindigkeiten und ausreichende Ruhezonen für ihre Wanderung elbaufwärts. Der Sohlengrund der einzelnen Stufen des Fischaufstiegs wird aus natürlichen Flusssteinen gebildet. Da sich die Wanderfische beim Flussaufstieg hauptsächlich an der vorhandenen Strömung orientieren, ist schon eine Leitströmung am Eingang der Anlage erforderlich. Nur so können die Fische den Aufstieg überhaupt finden. Diese Leitströmung führt die elbaufwärts wandernden Fische direkt in die neue Fischaufstiegsanlage. Damit die Fische auch bei niedrigen Wasserständen der Elbe in die Anlage schwimmen können, liegt die Gewässersohle im Einschwimmbereich bei 2,15 Meter unter Normalnull. Danach steigt sie stetig an. Innerhalb der Anlage bilden sich Strömungspfade aus, die den Fischen eine naturnahe Passage ermöglichen. In jedem der 45 Becken gibt es auch Bereiche mit geringen Strömungsgeschwindigkeiten. Das sind Ruhezonen, in denen sich die Fische bei Bedarf von dem Aufstieg erholen können. Oberhalb des Wehres können die Fische das Bauwerk wieder verlassen und weiter elbaufwärts schwimmen. In die Fischaufstiegsanlage wurden außerdem für junge Glas- und Steigaale 4 Aalleitern in die Anlage integriert. Diese Aalleitern sind etwa 40 cm breite, mit Borsten besetzte Rinnen, die durch Berieselung feucht gehalten werden. So finden die aufsteigenden Aale optimale Bedingungen vor. Der Abstieg wandernder Fische an der Staustufe Geesthacht ist unkompliziert. Er erfolgt in der Regel durch die jeweils geöffneten Wehre in der Hauptströmung der Elbe. Die Fischaufstiegsanlage bei Geesthacht verbessert die Durchgängigkeit zwischen Mittel- und Tide-Elbe erheblich und wird so überregional zu einer deutlichen Verbesserung der gewässerökologischen Situation im Flusssystem der Elbe führen. Somit steht einer aussichtsreichen Wiederansiedlung von Lachs und Stör, aber auch der Entwicklung aller Fischarten in der Elbe, nun nichts mehr im Wege.